Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man Brüche vergleicht und ordnet. Beim Brüche vergleichen und ordnen benötigen wir die Zeichen größer als und kleiner als. Ich habe sie hier noch einmal dargestellt und eine kleine Eselsbrücke für euch vorbereitet. Das hier sind Pac-Mans. Und diese beiden Pac-Mans sind sehr hungrig. In diesem Fall sind sie hungrig nach Zahlen und bevorzugen immer die größere. Deswegen haben wir hier die Mundöffnung zur größeren Zahl 2 und hier ist die Mundöffnung zur Zahl 4. Denn 2 ist größer als 1 und 4 ist größer als 3. Und falls ihr es schon gesehen habt, die Münder der beiden Pac-Mans habe ich rot angemalt, genauso wie unsere größer als und kleiner als Zeichen. Dadurch könnt ihr euch jetzt immer in Erinnerung rufen, die größere Zahl ist da, wo der Mund offen ist. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Ich habe hier zwei Stammbrüche, nämlich ein Halb und ein Viertel. Nun wollen wir herausfinden, welcher der beiden Brüche größer ist und welcher kleiner ist. Dafür habe ich die beiden Brüche einmal als Pizza dargestellt. Wie man hier gut erkennen kann, ist natürlich die halbe Pizza größer als die Viertelpizza. Nun wollen wir noch unser größer als oder kleiner als Zeichen einfügen. Dazu verwende ich wieder unseren Pac-Man. Der will natürlich wieder zur größeren Pizza. Und das ist natürlich ein Halb. Beim Vergleichen von Stammbrüchen gilt, je kleiner der Nenner, desto größer ist der Bruchwert. Für den Vergleich von Stammbrüchen bedeutet das, dass wir uns nur den Nenner anschauen müssen und jener Bruch, der im Nenner die kleinere Zahl beinhaltet, ist unser größerer Bruchwert. Der kleinere Nenner ist in dem Fall hier die 2 und insgesamt ist das der größere Bruchwert, nämlich eine halbe Pizza. Bei unserem nächsten Fall haben wir die Brüche 3 Achtel und 6 Achtel gegeben. Wir wollen diese Brüche nun wieder miteinander vergleichen und uns überlegen, welcher dieser Bruchwerte größer ist. Dazu verwende ich wieder die Pizzadarstellung. Hier kann man wieder sehr gut erkennen, dass die 3 Achtel kleiner sind als die 6 Achtel. Und unser Pac-Man will natürlich wieder den größeren Bruchteil der Pizza essen. Fällt euch bei den beiden Brüchen etwas auf? Ganz genau, die beiden Nenner sind gleich groß. Und bei gleich großen Nenner bedeutet es, je größer der Zähler, desto größer ist der Bruchwert. Also merkt euch, wenn die beiden Nenner gleich groß sind. In dem Fall haben wir Achtel, sprich 8 Unterteilungen. Dann gilt, je größer der Zähler, desto größer ist der Bruchwert. Hier haben wir im Zähler 3 stehen und hier 6. 6 ist natürlich größer als 3, also ist dieser Bruchwert der größere. Im nächsten Fall haben wir die Brüche 2 Drittel und 2 Sechstel gegeben. Nun wollen wir wieder herausfinden, welcher der beiden Bruchwerte größer ist. Dafür habe ich natürlich wieder meine Pizzadarstellung verwendet. Durch die Pizzadarstellung kann man wieder klar erkennen, dass 2 Drittel größer sind als 2 Sechstel. Und unser Pac-Man will natürlich wieder den größeren Bruchwert der Pizza essen.
Was fällt euch bei diesen beiden Brüchen auf? Genau, die beiden Zähler sind gleich groß. Und wenn die beiden Zähler gleich groß sind, bedeutet es, je kleiner der Nenner, desto größer ist der Bruchwert. Wenn wir uns nun die beiden Bruchzahlen anschauen, dann sehen wir, der kleinere Nenner ist hier bei 2 Drittel, was ja bedeutet, dass diese Bruchzahl den größeren Bruchwert hat als diese. Kommen wir nun zu unserem letzten Fall. Wir haben ja bis jetzt gelernt, wenn ich gleich große Zähler oder gleich große Nenner habe, dann kann ich nach gewissen Regeln vorgehen. Was mache ich aber, wenn die Nenner oder die Zähler nicht gleich groß sind? Schauen wir uns das einmal mit einem Beispiel an. Ich habe hier die beiden Brüche 3 Achtel und 1 Viertel. Bei diesen beiden Brüchen sind weder Zähler noch Nenner gleich groß. Zunächst habe ich die Brüche wieder in Pizzaform dargestellt. Hier kann man nun schon gut erkennen, dass die 3 Achtel größer sein müssen als die 1 Viertel. Und unser Pac-Man will natürlich wieder den größeren Bruchwert der Pizza essen. Das kann man aber auch noch rechnerisch ermitteln. Und das macht man, indem man durch Erweitern oder Kürzen die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Bei diesem Beispiel habe ich die 1 Viertel mit der Zahl 2 erweitert. Das sieht dann so aus, wenn man mit 2 erweitert, dann multipliziert man Nenner und Zähler mit derselben Zahl, wodurch sich der Bruchwert nicht verändert. Dann bekommen wir 2 Achtel heraus. Und nun haben wir wieder gleiche Nenner. Das bedeutet, wir betrachten uns wieder die beiden Zähler und jener Zähler, der größer ist, hat auch den größeren Bruchwert. Das bedeutet, unsere 3 Achtel sind natürlich größer als unsere 2 Achtel. Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, wie Erweitern und Kürzen genau funktioniert, dann schaut euch meine letzten Videos dazu an.